So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Scout. Das Spiel ist für mich eine kleine Überraschung der Messe Spiel 2021 in Essen. Es ist ein Stichspiel, ein Leiterspiel für zwei bis fünf Personen, ab neun Jahren empfohlen. Dauert so ungefähr 20 Minuten. Erinnert so ein bisschen an Tichu, aber auch so ein bisschen Bonanza. Das heißt, ich bekomme meine Karten auf die Hand und darf die allerdings nicht verändern. Ich muss die so nehmen, wie sie kommen. Habe aber trotzdem zumindest hier am Anfang noch eine Entscheidung, weil wir sehen ja, Immer, ne, hier ist eine 4, da eine 6, hier eine 7, da eine 9. Das ist immer die Zahl auf der anderen Seite. Ich kann mich jetzt also entscheiden, ob ich die Kartenhand so behalten möchte. Ich möchte immer möglichst gleiche Zahlen haben, ganz viele, die wirklich auch am Stück sind, weil ich darf halt diese Karten nicht umstecken. Oder halt aufsteigende oder eben auch absteigende Zahlen, so wie hier 7, 8 oder 7, 6. Hm, ja, hier ist dann schon gar nicht mehr so viel. Ich kann das jetzt einmal einfach umdrehen, um zu gucken, wie das da aussieht. Und das ist auf jeden Fall auch schon ganz okay. Zwei Fünfen, zwei Achten, eine Fünf und eine Vier. Das ist jetzt insgesamt nicht so die weltbeste Hand. Ich war ich, ja. Eine gute Frage. Ich glaube, ich würde die Hand einfach mal so rumnehmen. Aber wie gesagt, wichtig: nicht umstecken. Ich muss die Karten einfach genau so lassen, wie sie jetzt gerade sind. Und dann würde jetzt einfach ein Spieler rauskommen, nämlich der Spieler, der die markierte 1 hat. Die habe ich jetzt leider nicht. Und der Spieler würde dann. Das Ganze hier öffnen wir. Spielen einen durchgehenden Stich, das heißt, er legt jetzt zum Beispiel hier diese 3 in die Mitte. Man kann auch immer den Marker jetzt Orientierung benutzen und man weiß, was oben und was unten ist. Auch hier beim Aufspielen darf man die Karte jetzt nicht drehen, sprich, er hat eine 3 ausgespielt. Das ist jetzt so quasi seine Show. Da spielt es ein Zirkus-Thema, das wirklich komplett im Spiel untergeht. Ich muss das Ganze jetzt überbieten, indem ich entweder eine höhere einzelne Karte ausspiele oder indem ich irgendwie eine längere Reihe spiele. Sprich, irgendwie 2, 3, 4 aufeinanderfolgende Karten. Also zum Beispiel die 6, 7, 8 könnte ich jetzt auch spielen. Das wäre auf jeden Fall höher. Aber das möchte ich mir vielleicht auch aufbewahren. Ich könnte auch sagen, hm, ich würde gern lieber diese Karte hier auf die Hand nehmen, weil die mir gut passt. Dann dürfte ich sie auch umdrehen. Dann würde allerdings dieser Spieler hier quasi dafür ein Ticket bekommen. Und diese Tickets sind eben am Ende auch Punkte. Und wie wir schon sehen, ich habe hier eine 3, eine 5, das wird mir so erstmal nichts bringen. Ich könnte sagen, komm, ich nehme mir einfach mal diese Karte hier auf die Hand und ihr jetzt hier schon mal eine 3, 4, 5. Das zählt halt nicht irgendwie als Straße, weil die Karten hier alle auf dem Haufen sind. Ich könnte jetzt nicht das aufspielen. Es muss wirklich die korrekte Reihenfolge sein. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, bekommt Skipper jetzt in dem Fall hier halt. Ein Punkt und dann ist Dave dran und Dave hat jetzt hier halt nichts, was er überbieten muss, deswegen kann er einfach Karten aufspielen. Und Dave würde jetzt einfach sagen, komm, ich spiele mal hier eine 2 und eine 3 aus. Ne? Ziel ist es eben auch wirklich alle Karten loszuwerden. Wenn ich das als erster schaffe, dann gucke ich halt, wie viele Punkte habe ich in der Runde schon gesammelt und die anderen Mitspieler tun das auch, kriegen aber ihre verbliebenen Handkarten als Minuspunkte, wobei einfach jede Karte einen Minuspunkt zählt. So, und damit Skipper das jetzt überbieten kann, braucht er entweder eine Zweierstraße mit höheren Zahlen, das heißt, es muss mindestens eine 3 sein, also 3, 4 oder 5, 6 oder 7, 8. Oder er braucht ein Pärchen, also ne, irgendwie zwei Einsen wären auch höher als diese Straße, oder einfach mehr Karten, das heißt, wenn er jetzt eine 1, 2, 3 ausspielen könnte, wäre er da auch drüber. Das heißt, er könnte einfach sagen: kommt, ne, ich spiele hier mal diese beiden Einsen aus. Ne, ein Pärchen ist höher als eine Straße. Ich gesagt, es gibt hier eben auch Straßen bestehend aus zwei Karten. Das heißt, er bekommt jetzt eben diese Karten hier als Pluspunkte. Damit hat er schon mal drei Punkte in dieser Runde gesammelt. Und ich muss jetzt eben über diese beiden Einsen rüberkommen. Da komme ich eben rüber, wenn ich entweder ein höheres Pärchen habe, also zwei Zweien, zwei 2,3 oder auch eine Straße, bestehend aus drei Karten. Ne, zum Beispiel 6, 7, 8 wäre größer. Und dadurch, dass ich die Karten nicht umstecken darf, muss ich natürlich immer genau gucken, ne, welche Karten möchte ich haben, welche Karten möchte ich irgendwie rausspielen, damit ich mir möglichst starke Kombinationen zusammen äh, puzzeln kann. Und da kann das sogar manchmal sein, dass es so eine Art Push-Yelack-Spiel ist, weil ich einfach darauf hoffe, immer wieder Karten nehmen zu können, dass der andere Mitspieler drüber kommt und ich mir halt währenddessen hier so eine richtig krasse Kombi bauen kann und ich den raushauen kann und dann ganz viele Karten auf einmal gespielt habe, die anderen Leute ganz viele Minuspunkte bekommen. Aber wenn das schief geht, weil ich halt ganz viel gesammelt habe und irgendwer anders macht Schluss, dann habe ich halt auch wirklich richtig viele Minuspunkte auf der Hand. Das heißt, hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen: Komm, ne, eine Straße bestehend aus drei Karten, also 3, 4, 5, ist höher als das hier. Also bekomme ich jetzt diese beiden Einsen auf die Hand. Und Dave muss das Ganze jetzt überbieten. Da braucht er halt entweder ein Drilling für oder eben eine Straße, die, die mit mindestens einer 4 anfängt oder aus vier Karten besteht. Das kann Dave jetzt sogar tun, weil er hat sich hier drei Neunen aufbewahrt, legt also dann auch diese Karten bei sich hin, hat jetzt drei Punkte und jetzt muss eben Skipper über diese drei Neunen kommen. Und das ist natürlich sehr schwer, weil nur ein Drilling geht nicht, weil es gibt keinen höheren Drilling als den Neuner Drilling, also braucht er mindestens vier Einsen und eine Straße besteht aus vier Karten, auch das ist natürlich immer nicht so einfach hinzubekommen. Dementsprechend kann er jetzt einfach sagen, komm, er möchte gerne scouten, nimmt also er sich eine Karte weg. Dafür bekommt Dave jetzt einen Punkt. Und diese Karte darf er bei sich jetzt halt irgendwo hinstecken. Er muss nicht an den Rand machen. Er darf die auch drehen, er kann also die 9 nehmen oder die 4. Wichtig ist aber, er darf halt nur eine Karte vom Rand nehmen. Das heißt, wenn er jetzt hier diese 6 so absolut dringend gebrauchen könnte, darf er die leider nicht nehmen, weil er muss halt eine vom Rand nehmen. Also nimmt er die und steckt die bei sich dann entsprechend in seine Kartenhand. Damit hat Skipper natürlich auch gleichzeitig darauf vertraut, dass ich da jetzt irgendwie drüber komme. Wenn ich hier nämlich jetzt auch nicht drüber komme und einfach hier eine Karte wegnehme, dann würde Dave einfach nur noch einen Punkt bekommen. Ich hoffe, ich habe ihn den gerade gegeben. Ja, und dann wäre die Runde auch schon zu Ende. Also da muss ich jetzt sehen, was ich für Möglichkeiten habe. Über 2,9 rüberkommen. Ja, kann ich tatsächlich sogar, wenn ich das schon möchte, aber ich mache das einfach mal. Ich kann nämlich hier sagen, komm, na, die 6, 7, 8, ob das jetzt aufsteigend oder absteigend ist, ist egal. Nur die Reihenfolge muss stimmen. Also bekomme ich auch. Diese beiden Karten hier auf die Hand. Und jetzt muss Dave eben schauen. Wie komme ich darüber? Komme ich da überhaupt drüber? Und er sagt sich mal, nee, ich nehme mal die Karte, drehe die um und stecke die dann bei mir dementsprechend in die Kartenhand. Dadurch, dass er jetzt eben bei mir gescoutet hat, bekomme ich dafür auch einen Punkt. Und Skip hat jetzt mit seiner Hand gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Deswegen nimmt er sich hier mal. Diese Karte steckt die dann bei sich rein, dreht sie dazu auch um, und jeder Spieler hat einen so einen Scout und Show Ship. Den kann man dann in die Mitte abgeben, und dann darf man, nachdem man hier diese Scout-Aktion gemacht hat, wofür jetzt auch Dave einen Punkt bekommt, auch sofort eine Show machen, also selber Karten aufspielen, und da kann er jetzt eben hier diese Vierer-Reihe aufspielen und bekommt dann immer noch diese Karte als Punkt. Und natürlich, je später wir im Spiel sind, umso mächtiger sind solche Reihen, weil natürlich die anderen Mitspieler dann auch gar nicht mehr so viele Karten insgesamt auf. Der Hand haben. Das heißt, für mich wäre das jetzt schon eine Challenge, da drüber zu kommen. Das ist ja eine Viererstraße und das ist tatsächlich gerade echt schwer möglich. Ich könnte das eben auch machen und sagen, ich nehme eine Karte weg und lege dann was hin. Ähm, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, komm, ich nehme mal hier diese 8 auf die Hand, ne, schiebe die dann hier rein, dafür bekommt Skipper jetzt auch wieder einen Punkt. Dann mache ich Show. Und dann lege ich die Kartenhand hier aus. Ne? Auch eine Dreierstraße, aber höher. Deswegen bekomme ich auch das hier als Punkte. Aber das ist natürlich schwierig, weil jetzt habe ich eben äh, ja, wirklich keine guten Optionen mehr auf der Hand. Ich kann nicht mehr Scout und Show machen. Also diese Runde werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Und für Dave ist das Ganze auch nicht so super gut. Er nimmt sich mal diese Karte, steckt die bei sich hin. Dafür würde ich jetzt eben einen Punkt bekommen. Und ja, er könnte jetzt sofort ein Show machen, aber kann er nicht, weil er hat keine Karten, die da... Na, kann er doch. Er macht das mal. Er legt auch diesen Chip hier in die Mitte. Ich musste meinen auch abgeben. Und dann spielt er mal hier diese drei Karten aus, bekommt eben auch die wieder als Punkte. Ne? Eine 1, 2, 3. Und da muss Skipper jetzt eben gucken, ob er da drüber kommen kann. da ist jetzt das Gute, selbst wenn nicht, die Chance, dass ich da noch drüber komme, ist natürlich prinzipiell erstmal sehr, sehr hoch. Aber ich kann natürlich auch da schon sagen, du Skipper, mach mal selber was. Und Skipper kommt mit seiner Kartenhand nicht drüber. Also nimmt er sich jetzt diese Karte hier, steckt die dann eben bei sich auf die Hand. Dafür bekommt Dave auch wieder einen Punkt. Und ich muss jetzt eben gucken. Und ich komme da leider auch nicht drüber. Ne? Weil ich habe hier nichts. Ne? Das sind alles nur einzelne Karten, nichts Zusammenhängendes. Ich habe kein Scout und Show mehr. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, komm, ich nehme mir mal diese Karte. Ich muss mir auch eine Karte nehmen, ich kann nicht passen. Dafür bekommt Dave noch einen Punkt. Und dann ist Dave schon wieder dran. Er hat diesen Stich quasi ausgespielt. Kein Spieler kam drüber. Das heißt, die Runde ist zu Ende. Dave bekommt jetzt zu seinen verbleibenden sechs Handkarten keine Minuspunkte, weil er eben das Spiel oder das Rundenende ausgelöst hat. Also hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. Da würde er sich dann halt hier dementsprechend solche Marker nehmen, um das zu markieren. Wir spielen drei Runden, bis jeder einmal Startspieler war. Und da guckt man einfach. Wer hat die meisten Punkte? Dann gehen eben auch diese Karten wieder zurück. Äh, der gute Skipper würde jetzt gucken. Er hat fünf Punkte gesammelt in der Runde, aber er hat eben auch noch zwei, vier, sechs, acht Karten auf der Hand. Das heißt, das sind einfach mal fette drei Minuspunkte. Dafür nimmt er sich jetzt die Chips hier und dreht die einfach um, um das zu markieren. Was heißt noch gar nichts? Die, also die Punkte werden ja auch über mehrere Runden gesammelt. Und ja, also ich hätte halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, aber dann eben auch noch 2, 4, 6 Handkarten. Das, ne, das heißt 6 weniger, also bekomme ich dann insgesamt 3 Punkte. Das heißt, damit haben wir natürlich jetzt auch eine große Differenz. Ne, der führt mit 9 zu 3 zu minus 3, aber ne, das kann natürlich nächste Runde wieder ganz anders laufen. Jetzt würden die Karten wieder genommen werden ausgeteilt werden und auch da könnte ich mir dann halt in der nächsten Runde wieder meine 2, 4, 6, 8, 9 Karten angucken, die nehmen wir dann eben auch alle gleichzeitig auf, ändern die Reihenfolge nicht und kann jetzt eben gucken, ne, sind hier irgendwie wirklich tolle Kombinationen bei oder kann ich mir vielleicht auch potenziell irgendwo was hinbauen, wenn ich einfach nur irgendwo eine Karte rausnehme, habe ich dann was total krasses auf der Hand. Na, es sind sogar 12 Karten, die jeder Spieler dann bekommen würde, also mal schauen und man sieht hier schon so. Ja, Ha, das ist so, alles okay. Ne? Also hier ist irgendwie, das ist so die einzige Straße, die ich habe. Auch einzelne Karten rausnehmen. Hier noch 7, 8. Hm, nicht so gut. Dann kann man das eben einfach einmal umdrehen. Gucken, ob das dann besser wird oder ob da halt Chancen auf was Besseres sind. 26 Hm. Ha, auch das ist wieder nicht die beste Hand. Da muss ich jetzt auf jeden Fall echt clever spielen. Ne, jeder Spieler würde sein. Chip wieder wiederbekommen und was eben auch ganz spannend ist, ist die Zweier-Variante, die mir persönlich bisher so am besten gefällt, obwohl es eigentlich nur eine Variante ist, aber da hat man halt relativ viele Möglichkeiten. Da bekommt man diese Scout- und Show-Ships nicht, sondern stattdessen hat einfach jeder Spieler zu Spielbeginn schon gleich mal drei Tickets und dann ist es eben einfach so, äh, ne, ich könnte jetzt mal irgendwie anfangen, irgendwas aufspielen, zum Beispiel hier diese beiden Sechsen, auch wenn das wahrscheinlich mit der Karten hat ein ziemlich doofer erster Zug wäre. Und da könnte Dave jetzt ganz klassisch drüber gehen. Ne? Hat einfach eine längere Reihe ausgelegt. und Bekommt eben auch diese Karten hier als Pluspunkte. Und ich habe jetzt schon mal das Problem, ich komme da per se erstmal nicht rüber mit dem, was ich hier auf Hand habe. Ich habe keinen Chip. Aber es ist so, ich kann immer, wenn ich dran bin, halt quasi Scout und Show machen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier diese 5 nehmen, könnte die zum Beispiel hier reinstecken. Und dann muss ich halt ein äh, Punkteschip hier abgeben, um sofort dann auch wieder äh, noch was machen zu können. Und dann kann ich jetzt sagen: Komm, hier, na, lieber Dave, ich spiele mal das aus, bekomme das hier als Punkte. Und du musst jetzt versuchen, da drüber zu kommen. Und er kann genau das Gleiche machen: entweder direkt Karten aufspielen oder, wenn er das nicht kann, gucken, ob er davon irgendwas gebrauchen kann. Zum Beispiel kann er sagen: Komm, er nimmt mal hier die 3, muss dafür eben auch wieder ein Schip abgeben. Und dann kann er hier. Diese beiden Dreien aufspielen, die ja auch höher sind, bekommt das hier eben als Punkt. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie komme ich da rüber. Wenn ich halt eine Karte wegnehme, komme ich sehr wahrscheinlich drüber und kann dann natürlich auch versuchen, mir irgendwie tolle Kombinationen zu bauen. Aber ich habe hier eine 4, die hilft mir gar nicht so viel. Die 8 wäre natürlich gut. Das heißt, ich könnte sagen, komm, hier, ähm, du bekommst erstmal einen Punkt, weil ich mir hier eine Karte nehme, und ich glaube, ich hätte eben auch einen bekommen, als Dave mich überboten hat, falls ich mir keinen genommen habe, und jetzt kann ich dann eben auch einen Chip gleich wieder aufspielen, um hier diese 987 loszuwerden, und das hier als Pluspunkte zu bekommen, und dann muss Dave natürlich schon wieder grübeln, wie er da jetzt drüber kommen kann, da könnte er aber einfach sagen, komm, er nimmt mal hier diese 7, na, dann bekomme ich einen Punkt, er gibt einen Chip ab, um... Diese drei Karten hier auszuspielen, sind ja auch wieder höher. Dafür bekommt er dann das hier eben als Pluspunkt. Und jetzt muss ich wieder gucken, wie komme ich da rüber. Und solange sich das immer so im Rahmen befindet, so von zwei, drei Karten, egal ob Paare oder Straßen, kommt man eigentlich immer drüber. Sobald halt einer meine vierere reihe auslegen kann, ist das natürlich schon ganz schön schwierig. Aber auch da kann ich jetzt mh, vielleicht was machen. Mal gucken. Ja, kann ich eigentlich. Ich kann ihm auch sagen: Komm, du bekommst hier einen Punkt. Dann äh, gebe ich einen ab, um auch wieder Scout und Show zu machen. Nehme mir dann eben hier diese äh, 5 und 9, drehe die um. Und dann kann ich da eben auch wieder drüber kommen. Bekomme das hier dann eben als Punkte. Und da muss jetzt eben auch Dave wieder sagen: Okay, was macht er damit? Auch er sagt: Komm, weißt du was, Ben? Äh, ich mache mal hier diese Scout-Aktion, stecke diese 8 hier rein, gebe dann wieder einen Punkteschip ab. Um diese Reihe hier aufspielen zu können. Und dann bekommt er eben das hier wieder als Pluspunkt. Jetzt muss ich ihm gucken, okay, wie komme ich denn darüber? Kann ich da überhaupt irgendwas machen? Und das ist tatsächlich relativ schwierig, aber es geht. Na, auch da kann ich wieder sagen: Hier, Dave, du bekommst einen Punkt. Ich nehme mir diese Karte hier und dann äh, schiebe ich die mal so zum Beispiel hier rein. Und jetzt kann ich eben dann auch wieder einen Punkt abgeben um hier mit so einer Dreierstraße rüberzukommen, die beiden Karten als Punkte zu bekommen. Und ja, dann ist Dave schon wieder gefordert. Aber auch er kann das machen. Er kann sagen, komm, Ben, du kriegst einen Punkt. Ich nehme mir mal diese Karte hier, stecke die bei mir auf die Kartenhand und dann gebe ich auch wieder einen Punkteschub ab. Um das hier mal einfach zu überbieten mit einer 1, 2, 3, dann bekommt er das hier als Punkte. Und ja, jetzt muss ich gucken, kann ich da denn was machen? Und ja, Gott sei Dank kann ich. Also auch da wieder. Dave bekommt einen Punkt. Ich darf nicht die 2 hier rausnehmen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, ich habe das nicht auszusehen mal gemacht. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme hier die 2, ne? gebe dann auch wieder einen Punkteschip ab und spiele jetzt ein Pärchen, was halt immer höher ist als eine Straße, bekommen dann das hier als Punkte. Und da kann Dave, ja, jetzt, ja, doch, er kann was machen. Er kann sagen, komm, Ben, hier, du kriegst einen Punkt. Und ich nehme mal hier diese 6 und dann spiele ich diese Kartenhand hier aus, bekomme das noch als Punkte, dann hat er keine Karten mehr. Ich ja, habe jetzt auch keine Chance mehr, da auch drüber zu gehen, bekomme also die beiden hier als Minuspunkte, kann das quasi hiermit direkt verrechnen. Und dann kann ich ihm auch gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist dann hier der zehnte Punkt. Und Dave hat einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Führt also ganz knapp. Und ich persönlich muss sagen, ich mag das Spiel sehr gerne. Es wirkt auch erstmal ein bisschen beliebig, es ne? würde man irgendwie gespielt werden, weil man irgendwie seine Karten auf die Hand nimmt, halt guckt, okay, was kann ich machen, liegen hier zufällig gerade Karten gut beisammen? Oder eben auch nicht. Oder kann ich hier einfach nur eine 6 äh, zwischenstecken. habe ich halt eine krass lange Reihe. Wenn ich es noch schaffe, die irgendwie rauszubekommen, ist es halt irgendwie natürlich noch toller. Oder passt das alles nicht zusammen. Ne? Und auch was habe ich denn hier eben mit der anderen Seite für Möglichkeiten. Ist es besser oder schlechter? Dass man das hier halt tauschen kann, finde ich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Weil das halt den Glücksfaktor ein bisschen raus. Sind. Natürlich. Wer hier eine perfekte zusammenhängende äh, Kartenreihe hat, der hat natürlich äh, Glück. Aber das kommt in der Regel bei den meisten Spielern eben einfach nicht vor. Das heißt, man muss eben immer überlegen, okay, nehme ich jetzt einfach einfach nur eine Karte weg, verbessere damit meine eigene Hand und lege erstmal nichts Neues hin oder würde ich da zwar rüberkommen, aber auch nur so ein bisschen und mache ich das mal, um zu gucken, was dann passiert. Das ist, es hat eine gewisse Faszination und ich habe das wie gesagt, mit zwei Spielern gespielt, das hat mir extrem gut gefallen. Mit fünf Leuten war auch eine ganz interessante Dynamik drin. Da lagen eigentlich dann immer so wenig Karten da, dass halt der letzte Spieler vor dem, der wieder dran ist, dann irgendwie drüber kommen konnte. Zu dritt war es gefühlt immer so, ne, der hier hat vielleicht eine krasse Reihe ausgespielt, er ist nicht rübergekommen, ich auch nicht, aber ich hatte kein Scout- und Show mehr. Ah, das ist dann ein bisschen schwierig. Da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, da fehlt noch so eine Kleinigkeit. Und das Gefühl hatte ich bisher zu zweit auf jeden Fall nicht. Und ne, gerade so auch ein bisschen dieser Push-E-Lack-Aspekt. Ne? Nehme ich einfach nur eine Karte, verbessere meine Hand ähm, oder versuche ich halt so ein bisschen drüber zu gehen. Ja, mache ich irgendwie Scout- und Show und versuche irgendwie die anderen damit an die Wand zu spielen. Äh, das ist schon interessant. Also ich würde diese Spiel nie im Leben als push lack spiel äh, bezeichnen, aber für mich fühlt es sich manchmal so an, weil ich eben auch schon in vielen Spielen versucht habe, mich einfach irgendwelche. Kombinationen aufzubauen. Man darf natürlich nicht während des Spiels so in der Hand drehen. Und da habe ich irgendwie bei meinen Mitspielern geguckt und dachte so, Alter, wie wenig Karten hast du? Wie viele Karten habe ich hier noch? Ugh, ich muss schnell was runterspielen. Und also, ich habe wirklich Runden gehabt, auch mit vier, fünf Spielern, wo manch ein Spieler hier saß, aus der Hand geguckt hat und gesagt hat: Das ist doch voll beliebig, keine Kontrolle, was für ein Schrott-Glücksspiel. Und alle anderen Spieler saßen da, haben halt fasziniert auf ihre Karten geguckt, haben halt gesehen, welcher Stich liegt da aus, welche Karte können sie vielleicht irgendwie wegnehmen, was können sie denn ausspielen, machen sie jetzt Scout und Show oder nicht. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich gut das bei den Leuten ankommt. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr zum Beispiel Tichu oder eben auch sowas wie Krass kariert mögt, ich finde, das hat auch noch eine andere Ebene als Krasskariert. Also es ist nicht einfach nur ein Klon davon, sondern schon was sehr Eigenes. Und äh, ich bin sehr fasziniert davon, wie gut das funktioniert. Das ist jetzt auch noch nicht wirklich eine abschließende Rezension, weil dafür habe ich zu wenig Partien gespielt, obwohl ich davon tatsächlich schon einige Partien gespielt habe und meine Runden in Göttingen sind leider nicht so die Stichspielrunden, aber ich denke auch gerade Weihnachten in Cuxhaven wird das auch wieder mal auf den Tisch kommen und ja, wenn ihr auf der Suche nach einem durchaus interessanten Stich- bzw. Leiterspiel seid, dann könnt ihr euch Scout ja auf jeden Fall mal angucken. Das war's dann von mir, ich sage vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!